Heute Morgen, Punkt 10, ist der Skillspark Winterthur aufgegangen. Neben dem Skateboard, einem Scooter oder einem BMX haben die ersten Besucher, die in der Warteschlange gestanden sind, auch ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Ich bin einfach da, um zu schauen, wie der so aussieht und neue Tricks zu üben. Mich interessiert die Big Air Farm, die ist mega gut gemacht, und die Pump Track auch. Ich will BMX fahren und ja, die erste Halle, die grosse Halle in Winterthur, wo man kann BMX fahren kann. Ja, finde ich cool. Zwei von den ersten Besucher waren der 12-jährige Silvan und sein Kollege, der 17-jährige Kai. Um die rund 6'000 Quadratmeter grosse Halle, was fast so gross ist wie ein Fußballfeld, auszuprobieren, sind beide extra von Vila auf Winterthur gekommen. Begeistert sind die zwei BMX-Fahrer vor allem von der Vielfalt, die der Park bietet. Dass es Trampolin hat, dass es einen Airbag-Jump hat, dass es einen Bowl hat, ist einfach perfekt. Ich finde es hier gut. Es hat alles, was man braucht, eigentlich, um gut zu werden. Also um seine Skills zu verbessern. Da. Aufs Sulzer Areal sind die zwei hauptsächlich gekommen, um Tricks auf der Big Air Schanze zu üben. Für den Betreiber und Ex-BMX-Profi Roger Rinderknecht ist die Eröffnung ein voller Erfolg. Mit so einem grossen Besucheransturm hat aber auch er nicht gerechnet. Es hat wirklich Profisportler da, absolute Cracks. Es hat kleine Kinder, Anfänger, es hat Familie. Und der ganze Mix, den wir eigentlich auch angestrebt haben und das, was eben genau das Wichtige ist an dem ganzen Projekt, der ist jetzt vor Ort miteinander und es funktioniert super. Die einen inspirieren die anderen, motivieren die anderen, helfen einander aus. Das Eröffnungsfest mit Gratis-Eintritt für die Besucher, verschiedenen Shows und Attraktionen geht noch bis morgen Abend.